Wer ist eigentlich die Zürcher Kantonalbank? Die Zürcher Kantonalbank ist eine Universalbank. Sie ist immer im Wandel und gleich standhaft. Sie ist eine grosse Bank, aber keine Grossbank. Eine stattliche Bank und eine staatliche Bank. Aber wer ist die Zürcher Kantonalbank wirklich? Was ist ihre Aufgabe? Und wie kommt sie deren nah? Die Geschichte fängt in der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Der Zürcher Kantonsrat Johann Jakob Keller kämpft für die Gründung einer Staatsbank. Warum? Privatbanken vernachlässigen die Handwerker, die Angestellten und die Kleinbetriebe. Die Wirtschaft und die Gesellschaft entwickeln sich nur langsam. So kommt es, dass die Zürcher Kantonalbank am 15. Februar 1870 ihren ersten Schalter aufmacht. Seitdem ermöglichen die Zürcher Kantonalbank den Zürcherinnen und Zürcher, Zahlungen zu machen, Geld sicher anzulegen, Häuser zu kaufen und Unternehmungen zu gründen. Aber machen das andere Banken heute nicht auch? Ja, aber die Zürcher Kantonalbank unterscheidet sich von ihren Konkurrenten. Sie ist ein selbstständiges und öffentlich-rechtliches Unternehmen vom Kanton Zürich. Die Zürcher Kantonalbank ist eine der sichersten Banken der Welt. Sie kommt als einzige Schweizer Bank von den drei führenden Ratingagenturen die Höchstnoten über. Wegen ihrer Stabilität, ihrer breiten Diversifikation und ihrer guten Kapitalisierung. Und die Zürcher Kantonalbank hat eine Staatsgarantie. Das heisst, der Kanton haftet für die Verbindlichkeiten der Bank. Was aber noch nie nötig war. Dafür gibt der Kanton der Zürcher Kantonalbank einen klaren, im Gesetz verankerten Auftrag. Sie muss die gesamte Zürcher Bevölkerung und Wirtschaft mit Bankdienstleistungen versorgen. Sie ermöglichen zum Beispiel den Zahlungsverkehr und unterstützt die Einwohnerinnen und Einwohner vom Kanton, wenn sie ein Unternehmen gründen oder ein Haus kaufen. Sie hilft den Kunden beim Geldanlegen und unterstützt Firmen, die ins Ausland expandieren oder im Ausland Geschäft machen wollen. Sie hilft dem Kanton auch bei wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Projekten und leistet einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung der Region. Von ihrem Gewinn schüttet die Zürcher Kantonalbank jährlich einen substanziellen Teil an Kanton und an die Gemeinden vom Kanton Zürich aus. In den letzten 10 Jahren sind das insgesamt über 3 Milliarden Franken gewesen. Sie ist auch einer der grössten Lehrbetriebe im Wirtschaftsraum Zürich und bildet mehrere hundert Lehrlinge aus. Sie unterstützt verschiedenste Start-ups und fördert Kultur, Bildung und Sport. Und nicht zuletzt spiegelt sich der öffentliche Auftrag der Zürcher Kantonalbank auch in ihrem Charakter und ihrem Auftreten. Drei Kernwerte sind für sie ganz wichtig und eine Verpflichtung. Impulsgebend, verantwortungsvoll und leidenschaftlich. Diese Werte prägen das Innenleben der Organisation. Zum Beispiel spielen sie eine wichtige Rolle bei Anstellungen oder in der Arbeitskultur. Zum anderen prägen sie das Auftreten gegen aussen, etwa in Beratungsgesprächen oder beim Markenauftritt. Alles das macht die Zürcher Kantonalbank zur nächsten Bank. Nahe bei der Gesellschaft, bei der Wirtschaft, beim Staat und bei der Bildung. Und nahe bei den Zürcherinnen und Zürchern.